nun mal ein Götterliebling. Dann soll einem Gott davor schützen, mit einem Götterliebling verheiratet zu sein. Darf man hier rein? Küss die Hand, gnädige Frau. Ach, da sieht sie aus. Märchenhaft. Ja, wirklich märchenhaft. Ich habe das heute Vormittag schon gesagt, wie ich mit der Kollegendeputation hier gewesen bin. Wir kommen nämlich, um Entschuldigung zu bitten, gnädige Frau. Mein Mann kann leider nicht zum Bankett gehen. Was? Sie gehen nicht hin? Nein, leider. Meine Frau meint. Es ist leider nicht möglich. Absolut nicht möglich. Mein Mann wird sicher sehr bedauern. Ach, was kann Herr Grund schon daran liegen? Er wird uns schon verzeihen. Sie müssen wissen, gnädige Frau, mein Ferdinand gehört um 11 ins Bett. Er ist die Ruhe und die Regelmäßigkeit so gewohnt. Und braucht das? Sie gehen wirklich jeden Abend schon um 11 Uhr zu Bett? Jeden Abend? Schon seit Jahren? Das ist gesund. Na und heute? Jetzt müsste er doch warten, bis das Theater aus ist und bis alle versammelt sind. Da wird es mindestens 11:30. Und dann fängt es doch erst an. Habe ich nicht recht? Jetzt bitte ich Sie, das Essen, das Trinken, der Rauch, bis spät in die Nacht, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, ich bin überzeugt, ich würde das 3 Tage lang spüren. Das hat doch praktisch keinen Sinn. Wir nehmen gewiss Anteil an Herrn Grund und sein Jubiläum. Aber man kann doch auch Anteil nehmen, ohne dass man die ganze Nacht lang aufbleibt und sich krank macht. Aber gewiss. Na siehst du, das versteht doch ein jeder. Noch dazu hat mein Mann heute so eine kleine Rolle, wo er schon im 3. Akt fertig ist. Na, das sind mir immer die liebsten Rollen. Noch lieber ist es mir, ich habe so 2, 3 kleine Rollen, wo ich schon im 1. Akt fertig bin. Ja, das ist angenehm. Da sind wir schon um 9 Uhr zu Hause beim Nachmarkt. Und im heutigen Stück, wo mein Mann schon im 3. Akt trainiert, da brauche ich nicht bis zuletzt mit statieren. Da kann ich mit ihm weggehen. Also, dass Sie überhaupt noch statieren, Frau Neugebauer? Warum denn nicht? Als Page gehe ich ja nicht mehr hinaus. Also warum? Also Sie waren ein entzückender Page. Als Page? Da meine Frau berühmt. Na und jetzt, wo Sie mich nicht mehr im Trikot ganz vorne hinstellen, jetzt habe ich es erleichtert. Jetzt kann ich mit einer Reihe, wo ich will. Und da halte ich mich immer ganz im Hintergrund. Immer hinter dem anderen. Ja, aber... Gerade so, dass die jungen Mädels beaufsichtigt sind, damit sie alles ordentlich machen. Sie haben es doch eigentlich nicht mehr notwendig. Warum denn nicht? Es trägt doch schließlich immer was, wenn es auch nicht viel ist. Und dann schauen Sie, was bin ich denn allein zu Hause? So sind wir beisammen, mein Mann und ich. Wir gehen zusammen ins Theater. Wir gehen zusammen wieder nach Hause. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren so. Warum soll man zuletzt da jetzt noch etwas ändern? Und es wird ja auch nicht mehr lange dauern. Wieso denn? Sie können doch noch lange beim Theater sein. Sie sind doch so frisch und gesund. Gott, ja, frisch und gesund ist er. Aber wenn wir heute weg könnten vom Theater, wär's uns doch lieber als morgen. Nein. Nein, wir haben lange genug gedient. Jetzt dauert es nur noch 2 Jahre. Dann hat mein Mann die volle Pension und dann ist Schluss. So Schluss? Natürlich nur mit dem Theater, denn... Dann fängt erst wirklich die schöne Zeit an. Gott, ja, darauf freut er sich ja schon so. Und ich selbstverständlich auch. Dann ziehen wir nach Enzersdorf. Warum denn gerade nach Enzersdorf? Ah, da haben wir ein kleines Haus, einen Obstgarten, ganz klein, was man sich so in den Jahren erspart. Für die Liste ist er leider nicht. Aber da kann er herumwirtschaften, wie er will. Das ist freilich schön. Das ist auch mein einziges Verlangen gewesen. Die ganze Zeit, ja. Bis jetzt. Ich bin ja vom Land, na dann die Stadt, konnte ich mich nie so recht gewöhnen. Aber jetzt komm, Ferdinand, es wird schon spät. Ja, Liebling, wir gehen. Und nicht wahr, gnädige Frau, Sie entschuldigen mich beim Herrn Gemahl. Es wird ihm natürlich leid tun. Sie sind ja einer seiner ältesten Kollegen. Aber er wird uns schon verzeihen. Herr Neugebauer, ja? Warum haben Sie es ihm drüben im Theater nicht selber gesagt? Aber das war doch nicht möglich, dass der heute so lauert, lauter Berühmtheiten und noble Herrschaften. Da traut man sich gar nicht hin und möchte sich auch nicht aufdrängen.
Also gut, ich werde es ihm schon bestellen. Wir lassen nochmals herzlich grüßen und alles Gute wünschen. Ja, alles Gute.